Als ich noch ein kleiner bayerischer Bub war, da hat meine Oma immer zu mir gesagt: Du Flori, pass auf, dass du nicht bei Rot über die Ampel gehst. Und als ich dann älter wurde, hat sie zu mir gesagt: Du Flori, pass auf, dass du immer genug isst, gell? Und würde sie sich jetzt noch mit YouTube auskennen, würde sie mir wohl heute das sagen: Du Flori, pass auf, dass du nicht aufs Leo Marscher Konzert gehst, sonst kriegst du eventuell als solch eine auf die Fotzen, dass du Reibauschuhe zum Bremsen brauchst. Hydrated! Heißgeliebte Pansen und Pansinchen, ihr kennt doch bestimmt Icarus. Das ist der sich mit seinen Wachsflügeln zu nah an die Sonne gepackt hat. Die Sonne so, Digga, will der mich flicken? Zack, Flügel weggeschmolzen und Icarus fiel auf die Erde hinab und sah am Ende so aus wie Katja Krasavice. Also, ziemlich abgefuckt. Und die Moral von der Geschichte: Hochmut kommt vor dem Fall. Wer hoch fliegt, der fällt auch tief. Oder einfach, wenn du dich aufführst wie ein Dreckstep, wird man dich auch irgendwann behandeln wie einen Dreckstep. Und so wird's wohl bald auch meinem Lieblingsdrecksteppen Leo Marscher ergehen. Doch was ist eigentlich passiert? Der King of Denkfehler gammelt zurzeit im Rahmen seiner Selfie-Tour durch ganz Deutschland. Und dass Leon einer ist, dem Nachdenken scheinbar körperliche Schmerzen bereitet, wissen wir ja bereits. Allerdings besteht sein Management scheinbar auch nur aus teilrasierten Affen. Anders lässt sich nämlich nicht erklären, dass man einen Teil der Fantreffen nicht beim Ordnungsamt angemeldet hat und es dann zu solchen Szenen kommt. Whoop, falscher Clip. Nicht drücken, Mann! Ja, Leon, da sind Kinder. Schau einer an. Und zwar überall. Und weißt du auch warum? Weil deine Fans zu einem riesigen Teil Kinder sind. Und deswegen hast du auch so ein bisschen Verantwortung. Es sei denn natürlich, du willst, dass sich die schreienden Kiddies so stark an deinen Van pressen, bis ihnen der Darminhalt aus den Ohren fließt. Und außerdem geht doch Kinderblut immer so schwer ab. Aber das war's natürlich noch nicht. Weil Klein Leon und seine Jungs sich für echte Gangster halten, fahren sie mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Augsburger Innenstadt und bekommen am selben Tag noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Freunde, die ganzen Scheiß Polizisten haben meine ganzen Jungs jetzt mitgenommen. Clever, Jungs. Richtig clever. Aber das war's auch noch nicht. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Während eines Auftritts in einem Einkaufszentrum bewerfen Zuschauer Leo Marscher und seine Supergang mit Babytomaten. Und hier muss ich kurz was dazu sagen. Ich find's ultra assi, sowas zu machen. Liebe Kinder, wenn euch Leons Scheißmucke nicht gefällt, dann buht ruhig mal am Ende des Songs. Oder geht einfach kopfschüttelnd weiter. Aber Sachen auf Leute schmeißen ist einfach nur extrem peinlich. Aber was darauf folgt, ist der absolute Abschuss. Hey, kennt ihr den noch? Ja, richtig, das ist doch der Typ aus dem Apo wird verhaftet Prank. Und diesen Typen werde ich im weiteren Verlauf nur noch Mini-Penis nennen. Denn was macht Mini-Penis mit dem bösen Tomatenterminator? Er schlägt ihm die Dinger aus der Hand und schubst ihn erstmal ordentlich rum, weil der Typ auch so ultra gewaltbereit und gefährlich aussieht. Und weil Mini-Penis gelernt hat, dass man nicht nur in der Dorfdisco, sondern auch vor Minderjährigen seinen inneren Gorilla rauslassen kann. Daraufhin kommt Leons Kameramann angelaufen und den habe ich 27 getauft, weil das seiner IQ-Höhe entspricht. Warum ist eine Orange eigentlich orange und Banane nur gelb und nicht Banane? Der kann natürlich nicht anders, als der personifizierten Lebensgefahr erstmal ordentlich in die Fresse zu klatschen und dabei ein Gesicht zu ziehen, als hätte er heute zum dritten Mal wegen einer Durchfallattacke in die Hose geschissen. Naja, vielleicht hat er das ja auch. Wohlgemerkt passiert das alles, während vom Tomatenwerfer ungefähr die gleiche Gefahr ausgeht wie von einer alten Gefrierkühltruhe. Aber hey, wir wissen ja, wer unten rum nix hat, haut oben rum gern zu. Und dann geht alles ganz schnell. Der Rest von Leons Security, und ich möchte das Wort Security hier ganz bewusst in Anführungszeichen setzen, drängt den Tomatenterroristen zu Boden. Mini-Penis haut einem anderen mordsgefährlichen Minderjährigen das Knie ordentlich in den Leib, der macht sich zum Kampf bereit. Mini-Penis tritt lieber erstmal noch den Tomatentäter, der sich nicht wehren kann, und demonstriert dann die peinlichste Links-Links-Links-Kombo, die ich jemals bei einer Kaufhausschlägerei bewundern durfte. 27 fragt sich, ob man Leo Marscher eigentlich mit Doppel-T oder vielleicht doch mit scharfem S schreibt. Der Dreckstep von Nosferatu TV taucht mit einer Klampfe auf, wird ohne jegliche Gegenwehr von einem von Leons Intelligenzbolzen nach draußen gebracht und mit einem Kick in den Rücken verabschiedet. Irgendwo wird zwischendrin ein Mädel umgeworfen und ich frag mich die ganze Zeit eine Sache. Ist auch nur einer der anwesenden Personen aufgefallen, wie unfassbar beschissen Leon Marscher singt? Ja.
Ist das der Grund, warum Mini-Penis und 27 noch wütender als sonst sind? Oder liegt es daran, dass Mini-Penis-Mama ihm nur die hässlichen Unterhosen eingepackt hat? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass minderbemittelte Drecksteppen, die einen auf Security machen, aber auf jegliche Security-Regeln pfeifen, weil sie sich wie die Obermacker vorkommen, weil sie einen Assi-YouTuber kennen, ganz dick und fett angezeigt werden sollten. Und ich bin froh, dass zwei der Opfer das auch getan haben. Und Leon, für die Zukunft. Wenn du deine Affenbande schon nicht im Griff hast, mach wenigstens dein sonst so großes Maul auf, wenn sie Minderjährige klatschen. Denn mal ganz ernsthaft, wer sich nur mit Ja-Sagern umgibt, kriegt irgendwann Probleme mit der Realität. Und spätestens dann, wenn der Fame nicht mehr ist und du weniger Klicks hast, dann platzt die Seifenblase. Denn am Ende des Tages hast du neben dem King of Prankitude, dem Geld, den Bitches und dem ganzen Mir kann keiner was Schwachsinn, einfach nur kleine, junge Fans, die zu dir aufblicken. Und dann habe ich mit meinen Freunden geredet und wir wollten uns dann zusammen hier verabreden. Dann haben wir sogar sind wir extra von der Schule etwas früher gekommen. Und dann fand ich es doof, dass er jetzt einfach gegangen ist, weil keiner nach hinten gegangen ist. Aber das ist auch ein Vorbild für mich. Also überleg dir doch bitte von diesem Punkt an einfach mal, wohin die Reise gehen soll und was du deiner Armee mit auf den Weg geben willst. Und während ich das schreibe, bringst du gerade dein nächstes Video raus. Und es ist kein Video, in dem du Stellung nimmst, Einsicht zeigst, dich für den Tumult und das ganze Chaos entschuldigst oder aufklärst, was da alles schiefgelaufen ist oder wie man es in Zukunft besser machen könnte. Nee, stattdessen ist es ein weiteres Clickbait-Fake-Video, höchstwahrscheinlich zur Einleitung des 1. Aprils, in dem du angeblich in den Knast musst, ohne Gerichtsverfahren, mit gefakten Türbassers, Soundeffekt natürlich, ohne dass die Tür jemals aufgeht und einem Free-Leon-Hashtag für die Masse zum Posten. Und ich beginne zu verstehen, dass du genauso weitermachen wirst wie bisher, egal wie hoch sich der Berg an berechtigter Kritik noch auftürmt, bis du die YouTube-Kuh komplett gemolken und den letzten Cent rausgequetscht hast und sich irgendwann keine Sau mehr für dich interessiert, wie bei so vielen gehypten, talentlosen Massenphänomenen vor dir. Aber Leon, bitte, solange du noch Fame hast, tu mir bitte wenigstens einen Gefallen. Kauf Mini-Penis neue Unterhosen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich esse gerade eine Banane. Die ist übrigens gelb und nicht orange. Klickt euch auch kräftig in diese Videos rein. Teilt das Ding, liked das Ding und vergesst niemals, euch einen Van mit absolut weichen Außenwänden zu kaufen. Macht es gut, bis bald und Heider, Outer!